Ja, jetzt hat er die Kamera. So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Wir beginnen gleich aus Gilde Nummer 1. Ja, letzter Rumble. Wir haben diesmal wirklich ein sensationelles Ding dahin gebrettert. Also muss ich echt sagen, geile, mega geile Teamleistung. Und, jo. Wir schauen jetzt mal, wir kämpfen jetzt hier gegen irgendwas von Snoo Snoo. Ah, Snoo Snoo Brotherhood. Und ja, sieht auch wieder nach einer 40k-Runde aus gegen Snoo Snoo Brotherhood. Matchmaking Ranking 160. Aktuelle Platzierung allerdings 79. Bedeutet, es könnte wirklich, also eigentlich, wir werden das ja gewinnen und ich glaube nicht, dass wir jetzt so extrem weit runterfallen werden. Ich hoffe nicht, also ich hoffe, dass das reicht, locker vielleicht irgendwo in der Top 80 vielleicht sogar noch zu bleiben. Jetzt denken sich manche, ist der Herr gleich bescheuert? Wir gewinnen und herunterfallen? Die sind doch Top 80 und gewinnen und. Ja, nee, es ist also das System ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Und was heißt merkwürdig? Es hängt halt von diesem Matchmaking-Ranking ab, was da steht. Und wir haben jetzt hier ein Matchmaking-Ranking, was deutlich hinter unserer eigentlichen Platzierung ist. Das heißt also, wir werden, wenn wir das jetzt hier gewinnen, warum macht er jetzt gerade nichts? Hallo, 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 zieht gegen Gossamer. Bedeutet, was ist denn jetzt hier los? Mach doch mal was. Ah, so. Bedeutet also, selbst wenn wir das gewinnen, ist das auch abhängig davon, was die anderen Gilden schaffen. Und dann könnte es unter Umständen passieren, dass wir Plätze sogar noch einbüßen. Ja, würde mir natürlich überhaupt nicht gefallen, weil ich würde mich total freuen, wenn wir jetzt hier so in der Top 80 uns positionieren würden. Er hat echt auch noch blaue Karten hier, aber gut, Gossama. Oh, und da kommt eine Mythic dazwischen. Aber das ist auf jeden Fall, wir haben mega geile Matches diese Runde gehabt. Ja, also in diesem Rumble. Und ich bin guter Dinge, dass wir jetzt dauerhaft uns in der Top 100 irgendwo festsetzen werden. Wenn nicht irgendwie wieder irgendwas Blödes passiert. Wir hatten es ja schon ein paar Mal in unserer Geschichte gehabt. In der Geschichte dieser Gilde. Gerade wenn wir mit am stärksten gewesen sind, dann ist irgendwas passiert und dann plötzlich war alles wieder Kraut und Rüben und man musste wieder von vorne anfangen. Aber ich denke, diesmal ist das nicht der Fall. Wir haben eine sehr coole, homogene Truppe. Also bedeutet ziemlich ausgeglichen und ja, also wir verstehen uns alle ziemlich cool. Gibt keinen, der irgendwie hier mega Stress schiebt oder so. Ja, es macht echt einfach momentan richtig Spaß und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Dann werden die nächsten Rumbles, wenn wir uns jetzt nochmal eine Runde steigern können, sollten irgendwie, dann werden die nächsten Rumbles echt sensationell werden. Wir haben ja echt mega Glück. Oh, jetzt muss ich aufpassen hier. Jetzt kriege ich hier einen Frack voll, so wie das aussieht. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Kommt er hier mit einem Down to the Bone und das alte Great Baboon. Du spinnst doch wohl, oder was? Was machst du hier? Muss ich einen K-Pop-Peter in der Hoffnung, dass ich irgendwie diesen Down to the Bone da vorne ein bisschen weghitten kann. Das wird mir jetzt aber so auf die Art und Weise nicht gelingen. Aber mit der Louise. Und dann mit Knife Wielding Seal könnte ich unter Umständen was reißen. Jetzt müssen wir mal schauen. Oh mein Gott, das tut jetzt richtig weh. Aber ich muss es jetzt so rum machen, dann kriege ich das, die Gasattacke unter. Und das reicht nicht. Also gegen Great Baboon verliere ich. Alter Vater, der Down to the Bone, der ist echt übel da vorne. Ne? Den auf der 1, mein lieber Scholli. Ich will ihn haben, den Dr. Zoidberg in Mythic. Verdammt nochmal. Ich kriege ihn bald. Bald kriege ich ihn. Wenn ich das dann sehe, und ich will ihn die ganze Zeit schon haben, und dann sehe ich, was da von der Combo rauskommt, und nur diese eine Combo, die zerstört mich, ja, das ist scheiße. Na gut, also.
Egal, also das eine Match haben wir jetzt verloren, macht nichts. Ist egal, das war nicht das einzige Match, das ich verloren habe. Und hier tut es nicht mal weh. Bei dem Punktestand mache ich mir da überhaupt keinen Kopf. Dann haben wir hier die Stuffing Academy. Jetzt fangen wir mal anders an gegen X, Paddy X. Machen wir die Biegeschule. Den Biegeschulabschluss. Oh. Chicken Fight. Alter, was ist denn jetzt auf einmal hier los? Hier, was wird denn das? Jetzt hauen die hier aber Kombos raus gerade. Aber meine Biegeschule ist. Oh, ich muss den loswerden da oben. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja gar nichts großartig machen. Der wird mir jetzt hier, der wird mir jetzt tatsächlich meinen Biegeschuh, obwohl, nein, er hat ja keine Leben mehr. Was ein Glück. 77. So. War ich jetzt eben gerade so fixiert auf meine Karte, dass die wegfliegt. Geil mitbekommen, dass der gar nicht genug Leben mehr hatte. So, also, jo. Morehead 00. Bobby. Von Snooze New Brotherhood. Nein, Jealous Bobby. Jetzt kann ich ihn einfach nur noch rennen lassen. Da passiert nichts mehr. Ich kann mir da noch was über. Nee, komm, wir spielen aber den Stewie. Da haben wir nochmal 8 mehr Angriff nach vorne. Ja. Und jetzt ist das Thema durch. Moorhead 00. Working Tina. There she is. The Working Tina. I love this. So, jetzt gucken wir mal. Sechs Matches sind noch offen. Und dann können wir wirklich stolz auf uns sein. Wir haben mega geile Matches jetzt gehabt hier. Wir haben mega geilen Siege gehabt. Also, ja, Hammer. Knife Wielding Seal. Machen wir hier Marmalade draus. Dann das Louise. Und ja, bin immer überrascht, wie viele Leute hier tatsächlich noch mit blauen Karten ankommen. Snooze New Brotherhood. Also nur, das bringt nichts mehr. Die blauen Karten bringen nichts mehr da oben. Die haben zu wenig Leben. Also vielleicht für einen Angriff, ja, wenn einer das selbst entscheiden kann, wie er seine Combo da spielen will, ja. Aber in der Verteidigung, da sollte man echt keine blauen Karten haben. Ich meine, mir ist es wurscht, macht was ihr wollt, ja, aber nicht in meiner Gilde, bitte. Da will ich keine blauen Karten mehr in der Verteidigung sehen. Das mag ich nicht. Ist nicht gut. Blaue Karten in Verteidigung ist nicht gut. So, Diorama Jean. Dann haben wir hier den, wo man den Roger macht. Komm, packen wir den Roger aus und dann machen wir den mit dem K-Pop-Video. Kriegt er nämlich jetzt noch ein paar Leben mit hinzu und oh. Ja, komm, müssen wir machen. Müssen wir jetzt trotzdem machen. Wir heilen jetzt erstmal den Diorama Jean. Und das Bäumchen sollte doch eigentlich jetzt reichen, um da oben diesen gottverdammten Dolphin Rider Peter wegzubekommen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Endlich mal. Meine Güte, ey, ist der hartnäckig da. Aquarell von Snooze New Brotherhood. Ja. Und dann kommt Little King Trash Mouth. Hab ich mitbekommen. Na.
Ist der auf einmal da? So. Jo. Nächstes Match. Vier Matches sind offen. Und das wird eine super 40K-Leistung. Morehead 00 von Snooze No Brotherhood. Ja, dann fangen wir mal an mit die Roger. Und dann haben wir den Mr. Business. Das reicht jetzt natürlich nicht um da oben. In dem Fall diese Bokaneko Fighter Luis wegzubekommen. Aber wie ihr seht, jetzt in Runde 2 hat sich dann das Thema tatsächlich erledigt. Immer noch nicht. Okay, du bist hartnäckig. Du willst mich jetzt hier lügen strafen, ne? So, und dann kommen wir jetzt hier mit dem Eugene Belcher. Dann ist die auch jetzt weg hier. So. Und das gibt ein 97. Okay. Bam 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 bam. So. 40K, 28 Minuten noch zu spielen. Tolles Ergebnis, muss ich echt sagen. Gefällt mir echt ganz gut. So. Dann haben wir hier die Fashion Wrestling. Und dann würde ich mal sagen, dann machen wir jetzt hier mal den Bobby drauf. Mach mal den Bobby drauf. Roger, Arbeiterin Tina. Und damit sind wir hier schon einmal jetzt ziemlich safe. Eigentlich. Eigentlich ziemlich safe. Na, komm, und, ja. Komm, Babysitter. Den lassen wir den Babysitter mal noch ran hier und dann gegen den Vankinator. Der Vankinator besiegt. So. Jawohl. Noch zwei Matches offen. Schauen wir mal. Ich habe ja dieses eine blöde Match gehabt, wo mir ständig das Tablet abgeschmiert war und ich dann nur noch durchskippen musste und dann relativ wenige Punkte rausgeholt habe, was mich sehr, sehr verärgert hat, weil mir das meine ganze Bilanz kaputt gemacht hat. Ich werde jetzt nicht in der Top 10 diesmal landen bei uns. Das schaffe ich so nicht mehr. Aber vielleicht reicht es wenigstens für eine gute Top 20 Platzierung. Ja, ein Match nicht voll gepunktet und dann bist du bei uns nicht mehr in der Top 10. Das kannst du vergessen, das haut nicht mehr hin. Aber zu viele mega starke Leute aktuell im Team, worüber ich auch sehr froh bin. Dann bin ich lieber in der Top 20 bei uns als in der Top 10 und habe ein schlechtes Team um mich herum. Das möchte ich eher weniger. Dann mache ich lieber Platz für meine Leute. So, 40, 207. Ein Match haben wir noch. Gegen Timothy D385. Director Peter. Arbeiterin Tina. Nein, ich fange mit der Stuffing Academy an.
Das ist jetzt hier. Jetzt kommt mein Cadet Hill in der Mörder-Killer-Ausführung. Der zerstört wirklich eigentlich alles. So, und dann haben wir Fashion Wrestling noch. Chicken Fight auch mit zwei Kronen. Ja. Ja, würde ich mal sagen, 92 Punkte noch geholt. Jetzt gucken wir uns das Endergebnis an. Also mein aktuelles Endergebnis auch. So, erstmal haben wir hier jetzt über 40k geholt gegen Snoo Snoo Brotherhood. Dann gucken wir mal hier rein, wie es hier ausschaut. 36 haben bei denen gekämpft. Wir haben ja noch ein paar Minuten. So, Cuddly mit wieder einer sensationellen 1000. Abdem 996. Tippy Colada 993. Dietronic 991. Krankus 991. Der Pate 985. Chris 983, Exame 980, Burger Boy 978, Ricky, Spanish 976, Bounty 970, Dennis 977, Nutty Nate 972, Spider 972, Homer J 956, Just the Player 953, Gecko Moria 952, Robert 952, Junkhead 948, Strommi 946, Ansgar 946, Oli Z 910, The King 900. Dorina 891, Lordado, Amir Palang, Edgar Santos, Thomas Cookie, Eat Fresh Food, Sonja, Tularis, Gamer Guy, Apokalyptica, Brownie, Jojo, Michael, Teklis, Kings, Terence, Henny, Manuel K., Ulrike K., J Style, da unten kommen dann noch ich und dann Jesse R. So, damit gucken wir jetzt mal ins Finale rein hier, die Matches. Wir haben ja, wie gesagt, mega stark. Also Blurns Ball All-Stars, das war unglücklich. Da haben wir mit knapp ein paar hundert Punkten das erste Match verloren. Und das, weil irgendwie einige es nicht mitbekommen haben. Hat man zu viele Inaktive im ersten Match und haben das deswegen knapp verloren. Einen Chicken Fight haben wir dafür besiegt. Cartoon Killers haben wir besiegt. Lunatics haben wir besiegt. Snooze Nu Dark Legion war ein bisschen zu stark für uns. Kronenberg World haben wir besiegt. Blurns Ball All Stars. Das war unsere Revanche. Da haben wir sie gespatzt. White Lotus war auch nicht so dominant gegen uns. The Bosses haben wir auch leider verloren. Auch ein paar tausend Punkte Unterschied. So, damit hatten wir 9 Matches, davon 1, 2, 3, 4, 5 wieder gewonnen. Wir gewinnen irgendwie immer 6 und verlieren 4. Aber ziemlich stark. So, damit sind wir aktuell. Wir gucken mal jetzt bei der Gildenleistung rein. Aktuell Cuddly! 2 Punkte gegen White Lotus hat er die verloren. 9.998, sensationelles Ergebnis. Sensational, Cuddly, sensational, unbelievable. Abdam, 9.758 Punkte, direkt an Platz 2. Ricky, an Platz 3 mit 9.605. Just the Player, 9.490. Und The King auf Platz 5, 9.403. Steitronic, 9.469. Bounty 9.409. Junket 9.320. 9.123. Der Pate 9.043. Homer J 9.013. Jesse A 8.871. Exame 8.837. Lord Ado 8.812. Robert 8.778. Chris 8.700. Kings 8.631. Strommi 8.570. Er gleich. Leider hat es nur für Platz 19 gereicht. 8.547. Teklis 8.522. Eat Fresh Food 8.442. Michael 8.332. Gecko Moria 8.277. Spider 8.200. Nutty Nate
8.181, Brauni nervt, 8.160, Enska, 8.115, Krankus, 8.093, Apokalyptika, 8.026, Burgerboy, 7.969. Amir Palang, 7.768, Ulrike K., 7.601, Sonja, 7.564, Edgar Santos, 7.554, Gamer Guy, 7.472, Stopp das, 7.446, Yo Yo, 7.442, Dennis, 7.391, Thomas Cookie, 7.189, Oli Z, 7.039, Henny, 7.012, J-Style, 6.870, Tularis, 6.505, Manuel K., 6.473, Frankensee, 6.321, Dorina, 5.497, Tipicolada, 5.198, Mimo, 5.146, Terence, 4.165 und Ken Verger, weiß ich nicht, was passiert ist. Ist ein bisschen schade. Ken Verger ist mit einer der stärksten Spieler in der Gilde, definitiv, und hat ein Match irgendwie angefangen und danach war dann Feierabend und dann seitdem ist er offline. Da müssen wir echt mal schauen, was da passiert ist, weil Ken Verger schon seit sehr, sehr langer Zeit Teil dieser Gilden und jetzt plötzlich passiert sowas. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. So, starke Leistung insgesamt gesehen. Und jo, jetzt müssen wir echt mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Auf jeden Fall mega geil. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.